So, dann Hans-Peter Rotbeck, Simon Reif, die Schiedsrichter. Das ist eines der besten Angriffsmittel eigentlich von Göttingen. Und als Trainer muss man gewisse Sachen auch akzeptieren und gewisse Sachen gewinnen. Vor allem mit dem Harz an den Händen. Ne? Also ihr seid das gewohnt. Trotzdem, der geht der Ball nicht so leicht los bei einem Heber. So, also Göttinger Angriff läuft. Ja, dann sagst du wahrscheinlich ja gut von hier oben, aber nicht von unten an der Seitenlinie. Dann weiß ich es nicht. Oh, Kosina nimmt sich den schweren Winkel und Jogis Beine zucken einmal auseinander. Das erste Mal ein Torwart zuckt. Die Abwehrreihen scheinen nicht helfen zu können. Dann muss ein Torwart mal frei nehmen. Šarac. Also die Frage für Markus Bauer war, es ist Bad Ravensberg. Und jetzt auch Jogi Bitter. Als wäre angezündet. Oh, brutal hart auf den Wurfarm gegangen, nachdem er bisher alles richtig gemacht hat. Darf er ruhig werfen. Schmidt. Wahnsinn, die kriegen jeden freien Schuss, den sie wollen. Ja, aber gut, die Vorarbeit natürlich kann man gut sehen hier von Marusch, der wirklich, jetzt ganz wichtig für den HSV, dass sie das wirklich überdecken dort. Aber Göppingen spielt es gut, aber Jogi ist natürlich drin jetzt. Jogi ist jetzt wirklich da. Unterzahl. Wie viel können sie jetzt noch von der Uhr nehmen? Oh, super 1-1. Marlos tanzt da auf dem Bierdeckel den Bayouin aus. Ravensberg nur zwei Paraden nehmen können. Oh, David Schmidt, ganz weiter Weg. So, gegen das Passiv hilft nur noch die Wumme von Asad Bayouin. Drei Jahre lang trainieren. Wahnsinn. Müssen fast Schritte gewesen sein. Bayern spielt für den Außen und Ravensberg ist da. Ja. Ausstrahlt, wenig Gefahr da von halb rechts. Und dann geht er vorne und das ist eine Parade von Ravensberg. Alter Schwede, der Dreher hätte genau gepasst. Das wäre sein neuntes gewesen, ohne zu zocken. Weller gibt ihnen was. Was Poteco offensiv, das war ja die große Sorge. Gegen Melsung ausgekugelt, aber kein großer Schaden. Ey, den muss er auch erstmal so machen. Zuerst nimmt David Schmidt einen schwierigen Wurf, dann nimmt Bellebeck einen schwierigen Wurf. Und das ist, ja, wie gesagt, ein bisschen symptomatisch für. Oh, sie machen es mit dem Kemper halb für halb. Aber dann hier. Boah, und der Pfeil. Also da hat Göppingen ja. Gefühlt. Nein, ich glaube nicht mal gefühlt. Das ist der erste Wurf, den Kose in der Hand, sein zwei nimmt. Mortensen zaubert auch noch mal einen rein. Sehr eindrucksvoll. Glückwunsch, HSV, der zweite Sieg in Serie nach einem ganz schweren Auftaktprogramm mit drei.